Es sind vertraute, wenn auch leicht angestaubte Klänge, die derzeit im MoMA zu hören sind, dem renommierten Museum für moderne Kunst in New York. Die Designabteilung widmet sich in einer Ausstellung Computerspielen. Pac-Man ist quasi der Kultklassiker des Genres. Gemeinsam mit Tetris oder SimCity ist es jetzt in den Rang eines Kunstwerks erhoben worden. Es gibt viele Beispiele, wo Leute Sachen erschaffen, die wir in unserer Kultur feiern, auch wenn sie sich gar nicht als Künstler fühlen. Zu unserer Arbeit gehört es, diesen Designern zu sagen, dass es wichtig ist, was sie machen und dass es einen kulturellen Wert hat. Bei der Auswahl der Werke wurden ästhetische Kriterien berücksichtigt, aber auch die Art und Weise, wie die Spieler mit dem Bildschirm interagieren. Einige Spiele ziehen die Spieler emotional ins Geschehen. Andere rufen vielleicht nostalgische Gefühle hervor, so wie das streng geometrische Tetris aus dem Jahr 1984, das schon fast zum Mythos geworden ist. Als ich ein Kind war, habe ich viel Spaß damit gehabt. Es ist interessant, dass so etwas jetzt im Museum gelandet ist. Wenn Kunst etwas Ästhetisches und Alltägliches ist, dann trifft das doch auch auf Videospiele zu. Und schließlich, wer kann Kunst schon definieren? Für Puristen ist auch der Quellcode von Pac-Man ausgestellt, wegen seiner Eleganz. Das mag nicht alle Besucher faszinieren, aber wer sagt da noch, dass moderne Kunst nichts für Kinder ist?